Mit einem 7:0-Sieg im Pokalspiel gegen den Oberligisten Bremer SV sind die Darmstädter Lilien gut in die Saison gestartet. Zum Bundesliga-Auftakt am Samstag muss Trainer Norbert Meyer nun allerdings auf seinen Kapitän Aytaç Sulu verzichten, der mit einer Wadenzerrung ausgewechselt werden musste. Mit dem ersten FC Köln wartet nun eine wohl etwas schwerere Aufgabe auf die Lilien, die sich freuen, dass es nun endlich richtig losgeht. Ja, grundsätzlich haben wir ja gesagt, schon vor dem Pokalspiel, dass wir froh und glücklich sind, dass es endlich losgeht. Es war eine sehr lange Vorbereitung. Ich glaube auch die längste in meiner doch sehr langjährigen Laufbahn. Aber ich denke, wir haben sie gut überbrückt. Wir sind gut aus den Startlöchern, zumindest was das DFB-Pokalspiel angeht, gekommen. Haben das sehr konzentriert gespielt und werden natürlich auch morgen dann gespannt der Auslosung folgen. Auf der anderen Seite wissen wir natürlich nicht, wo wir stehen in der Bundesliga. Aber das wissen alle nicht, weil es geht erst morgen los. Wir spielen gegen einen Gegner mit dem 1. FC Köln, der ja sich in den letzten Jahren wieder zu einem absolut etablierten Erstligisten in Anführungsstrichen gemausert hat, nachdem es auch dort in Köln immer wieder Jahre gab mit rauf und runter. Aber mittlerweile hat man absolute Kontinuität mit Trainer Stöger und Manager Schmadtke dort bekommen. Ist immer eine sehr, sehr gute Stimmung auch im Rhein-Energiestadion. Und wir werden natürlich auf einen Gegner treffen, der auch zum Ende der letzten Saison wenig Spiele verloren hat, sicherlich seine Serie fortsetzen will, was wir natürlich auch verhindern wollen. Köln ist eine gute Mannschaft, die wir auch beobachtet haben, jetzt mehrfach in den Vorbereitungsspielen, die auch unterschiedliche Systeme gespielt haben in den Vorbereitungsspielen, sodass wir auf alles vorbereitet sein müssen. Grundsätzlich personell sieht es so aus, dass ja bekanntermaßen der Ubinna noch gesperrt ist aufgrund seiner roten Karte im Relegationsspiel gegen Würzburg vom MSV Duisburg, dass der Aytaç Sulu ausfallen wird. Beim Peter Niemeyer müssen wir nochmal gucken, wie sich das darstellt, hat aber heute trainiert. Und ansonsten fällt mir jetzt... Garic ist verletzt, Platte ist ja noch längere Zeit verletzt, aber das sind ja Dinge, die wissen sie nicht erst seit heute. Die Lilien-Fans, die nach Köln zum Teil per Schiff anreisen, dürften gespannt sein, wie sich die neu formierte Mannschaft unter dem neuen Trainer in dieser Saison präsentieren wird. Trainer Meyer, der wohl mehr Wert auf die spielerische Komponente legt als sein Vorgänger Schuster, sieht der Saison entspannt entgegen. Wir wollen doch immer wieder beweisen, dass wir auch alle ärgern wollen, dass wir auch nicht jetzt hier irgendwo das Kroppzeug der Bundesliga sind, sondern unsere Jungs sind auch Jungs, die Fußball spielen können. Und das wollen wir dementsprechend angehen. Und da sind wir auch völlig entspannt, glauben Sie es mir.